Heute gibt es endlich auch mal ein paar kleine Neon-Signs im Hintergrund. Im Vordergrund gibt es heute die versprochenen Nuttennägel. Ich mag diese Nuttennägel nicht. Die Blümchen sind sehr nuttig, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Wenn ich Mutter wäre, würde ich das nicht tun. Und dazu gibt es Folgen 9, 10, 11 und 12 von Are You The One? Reality Stars in Love. Erstmal vielen Dank, dass die letzte Folge so gut bei euch ankam, dass ihr euch diese Spielfilmlänge reingezogen habt. Jetzt sind wir dann auch aktueller, also immer sonntags um 18 Uhr kommt ein neues Video. Heute kommentieren wir 4 Folgen, ab nächster Woche sind es dann nur noch 2, weil dann sind wir im Wochentakt richtig schnell dabei. Der große Cliffhanger der letzten Woche war ja, ob Gina die Matchbox-Entscheidung verkaufen wird oder nicht. Gina, was machen wir denn? Nicht verkaufen. Gina, für 15.000. 3, 2, 1. Verkaufen. Hey, 150.000 oder 15.000. Weg. Herr Fabio. 150. Ach, 15. Naja, ich sag mal so, 30-40% haben wir. 50. Wir haben 50%. Wir haben 40%. Komm, jetzt geht auch noch ein Vierter. Verkaufen. Nein, das ist Dummy. Hast du wirklich verkauft? Und das war so klar. Man hätte der Gina auch irgendwie 2 Euro bieten können und die hat es verkauft, einfach um gegen den Strom zu schwimmen. Um zu sagen so, ja, ihr wollt alle nicht, dass ich verkaufe, ja, dann verkaufe ich. Valentina 2.0. Ey, das geht überhaupt nicht. Adios, amigos! Und wir sehen uns bei der nächsten Matching Night wieder. Macht's gut! Boah, also heute schmeckt der Kaffee echt gar nicht. Der ist total sauer. Ist ja noch gut. Wenn Kaffee lange, so 4-5 Stunden bei 30 Grad rumsteht, wird dann schlecht. Trink vielleicht mein Wasser. Überleg mal auf 20 Menschen. Oh, Gina! Nein. Aber warum? Ich habe keinen Taschenrechner. 15.000 Euro durch 20? Das sind gerade mal 500 Euro oder sowas. Ja, ich habe zwar auch keinen Taschenrechner, aber gerade mal 500 Euro. Geschätzt. Ungefähr, ja. Natürlich rechnen wir das jetzt aus. Ich kann es natürlich im Kopf. Ich rechne gerade im Kopf. Ich gebe das gerade nicht ein. Ich rechne das im Kopf. 1000 Euro, 750 Euro, wollte ich gerade sagen. Da sieht man einfach, die hat echt Grips. Man hat hier auch seine Sisters, ne? Sie will doch nur, dass Isabel da bleibt. Das ist der einzigste Grund. Wo Luisa recht hat und diese eine Sendezeit von 2 Sekunden, die gönne ich ihr jetzt auch mal. Von der habe ich echt noch gar nichts mitbekommen. Du grinst uns allen so ins Gesicht dabei, das geht gar nicht, ey. Das ist so provokativ. Darum geht's ihr doch. Provozieren, eine Reaktion bekommen, Sendezeit. Gina liebt es. Fake wie dein Lächeln, fake wie die Wimpern. Ich hab dich sehr geschätzt, aber was du jetzt gerade abziehst, ist das Lächerlichste von dir, was ich je hier gehört habe. That's the game. Ich würde mal Denise fragen, was sie dazu sagt. That's halt irgendwo auch the game, ne? That's halt auch irgendwie the game. Ich denke für, keine Ahnung, nur so 10.000 Euro, 20.000 Euro hätten die nicht verkauft. Amadou und Jessica, Isabel wissen noch nicht, was ihnen blüht. Wollt ihr eigentlich den Preis wissen? Ja. 15.000. Was? 15? So wenig? Was? Und dann ist mir mein Herz in die Hose gerutscht. Da würde ich mir aber auch echt billig vorkommen, du. Also ich finde das jetzt nicht schlimm. Naja, die beiden haben ja auch vorher gequatscht und gesagt, sie sollen verkaufen. Also eigentlich müsste doch Isabel jetzt glücklich sein. Bist du zufrieden? Ich love you. Die wollen jetzt auch einfach gegen den Strom schwimmen. Das ist jetzt deren Ding. Die sind special Main Character Energy. Ich lieb's, Alter! I know. Jetzt hassen mich alle. Ist mir egal. Wie ich mich fühle, ich muss ehrlich sagen, ich find's amüsant. Also, mir geht's super. Den anderen geht's aber nicht ganz so super. Dieses ganze Drama, dieses Psycho-Ding. Das ist mir zu viel. Was hat er denn gedacht, dass er jetzt All-Inclusive-Urlaub kriegt und schön ein Buch lesen kann in Ruhe? Ich bin von dir enttäuscht, ich bin von allen enttäuscht, von allen Frauen. Hier drinnen ist keine Frau, mit der ich ein Perfect Match sein kann. Ja, vielleicht, weil keine Frau ein Nazi ist, so wie du. Was? Ich liebe das, dass ich so kleine Sherlocks unter meinen ZuschauerInnen habe. Mir hat hier Leo geschrieben, dass sie mit einem Screenshot auch gesehen hat, dass der Typi
der Lukas, ein Patch auf seiner Jacke hinten drauf hat mit der Band Burzum. Das ist eine eindeutige Nazi-Band. Dahinter steht Varg Vikernes, der unter anderem schon auch einen Menschen auf dem Gewissen hat. Außerdem soll er bei Temptation Island übergriffig gewesen sein. Wenn ihr da mehr Infos zu habt und das Ganze bestätigen könnt, schreibt mir das doch sehr gerne. Ich frage mich, wie das sein kann, dass so jemand dann überhaupt in der Sendung ist, wenn er doch ein eindeutiges Nazi-Ding auf seiner Jacke drauf hat. Also, what? Zu welchem Preis, weißt du, soll ich hierbleiben? Also, ich weiß gar nicht, warum du überhaupt da bist. Das ist eine sehr gute Frage. Ich hab's komplett unterschätzt, ehrlich. Ich hab's so unterschätzt, diese ganzen Sachen. Und jetzt heulen, ne? Ja, sind mir die Liebsten, echt. Komm mal kurz mit. Kümmern wir uns mal wieder um die schönen Dinge des Lebens, um Kevin und Franziska. Bei dir vor allen Dingen dachte ich mir so, du willst dich ändern, weißt du? Und das beweist mir wieder, du änderst dich nicht. Und da gehe ich ein paar Schritte wieder zurück. Das wollte ich dir einfach nur sagen, ne? Ich glaube, Kevin ist gerade, versteht nicht, was sie sagen will irgendwie. Das stoßt mich echt ab, das ist voll der Abturn, muss ich dir ehrlich sagen. Carina war ja hier, das gibt doch so tolle, lustige Begriffe für den Parmesan gehobelt. Wie google ich das jetzt? Na, die bei Love Island UK sagen immer, dass sie jemandem eine Maniküre gegeben haben, also. Die hat dem Kevin eine Maniküre gegeben. Endgeil. Wenn jede zweite an deinem Piep ist, dann... Ist ja nicht jede zweite, Mann. Aber gerne eure Top... Umschreibungen für einen Handjob in die Kommentare. Aber so, dass es nicht irgendwie... Ne, das muss unauffällig sein. Sonst kriege ich hier Ärger auf YouTube. Das ist eine familienfreundliche Plattform. Dass die das richtig scheiße fand von mir heute Morgen mit dem goldenen Aufwachen so. Danke, Kevin, für seinen Vorschlag. Das goldene Aufwachen, auch gut. Ich sag dir auch ganz ehrlich, ich wusste jetzt auch nicht, dass du irgendwie Interesse an mir hattest so richtig. Nee? So, nee, überhaupt nicht so. Okay. Okay, vielen Dank fürs Feedback. Das werde ich in den Fragebogen mit aufnehmen. Danke. Mir war das gar nicht so bewusst. Vielleicht war das also ein kleines naives Denken wieder von mir, dass der Kevin sich schon so ein bisschen ändert. Da sind sie sich aber sehr ähnlich, dass beide auch so ein bisschen was Naives an sich haben, finde ich. Ich dachte wirklich, dass er mir beweist, dass er, sage ich mal, anständig ist und da nicht mehr so etwas macht. Der Kelvin, der kann anständig sein, aber der Kelvin ist halt auch der Kelvin. Warum hast du das nicht früher mal gesagt so? Ich finde schon, dass er sich ein großes Eigentor mit dieser Aktion geschossen hat. Ich glaube, der Kelvin hat es gar nicht gecheckt, wie gut die Franzi den wirklich findet und dass da wirklich mehr sein könnte. Und der Kelvin ist der Kelvin und macht, was der Kelvin macht. Die Gruppe fuckt sich jetzt ordentlich ab, so über dich und dein Verhalten. So, ich weiß ja jetzt nicht genau, hast du ihr gesagt, sie sollst du egal welchen Preis verkaufen? Ja. Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob ich das gesagt habe. Ich meine 15, jetzt mal ohne Witz, was bleibt da am Ende? 750 für jeden, das habe ich gerade spontan ausgerechnet. Du hast es ganz toll gemacht. Man kann nicht irgendwie eine Entscheidung verkünden, wo von so viel abhängt und dann noch lachen oder grinsen. So, jetzt mal, aber sorry, aber das geht wirklich nicht. Entschuldigung. Aber grinsen, das war zu gut. Das es ist scheißegal, ob sie gelacht hätte oder ob sie ernst geblieben wäre. Es geht doch nicht immer um das eine oder andere Extrem. Das stimmt, aber in meinem Leben geht es oft vom einen ins andere Extrem, wenn ich ehrlich bin. Ich habe die Wahl für euch getroffen. Ja, aber für 15.000, was hat uns das als Gruppe gebracht? So hier zu bleiben. 750 Euro pro Person. Zwischen Amadou und mir ist jetzt übelst die Spannung. Ich weiß nicht, wir sind uns da irgendwie nicht so ganz einig. Er sieht die ganze Sache da irgendwie in meinen Augen einfach auch ein bisschen zu verbissen. Die Isabel, die ist manchmal so komisch, weil die das so ganz lang und ausführlich analysiert und aber dabei so komplett emotionslos ist. So als ob das nicht irgendwie sie betreffen würde, weil sie findet ja den Amadou gut. Und das ist sie so, ja, der ist dann einfach zu verbissen und der andere das und dies. Und wisst ihr, was ich meine? Wo sind deine Gefühle? Ich will wirklich nicht streiten, ne? Wirklich nicht. Nein, ich will auch nicht streiten. Es ist nicht, ich verstehe dich. Ich verstehe dich, ja. Ich will mit dir darüber reden, ja. Weil guck mal, ich mag dich. Ich mag dich auch. Ich mag dich auch. Ich möchte nicht, dass du mich jetzt irgendwie dafür verurteilst. Nein, jetzt wird einer von uns gehen. Und das ist das Problem. Wer geht denn jetzt? Warum? Was ist? Ich dachte, hab dir nur letztens gesagt, denk nicht, hier ist irgendjemand dein Freund. Du musst alleine durchdenken. Du musst immer an das, weil das Ding ist, ich verstehe, dass du Isabel richtig magst. Aber es kann sein, dass ihr dich nächste Woche hasst. Verstehst du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Chelchelia hat viel zu erzählen. Aber jetzt ist mit Lukas und die Person, die heute gehen wird. Deswegen, die Aktion. Ja, das wird komplett eskalieren. Aha, Lukas möchte gehen, ja, aber... Reisende Nazis soll man ja nicht aufhalten, so heißt auch das Sprichwort. Das ist mein Spruch. Ich denke mal, ich bin voller Unmensch.
Erst mache ich es extra und dann, wenn es dann die Konsequenzen mit dem möchte, kann aber auch nicht leben. Ups. Ich habe nicht vor, neben Luca wieder zu schlafen, wenn er mit uns abgeschlossen hat. Deswegen habe ich heute neben Micha geschlafen. Micha, der Mann, der anscheinend für die Frauen alles hat, aber ich sehe nichts. Es ist echt ein riesengroßer. Wir liegen auch schon Arm in Arm. Also, wir liegen auch schon Arm in Arm. Ja, es geht hier ganz schnell. Ja, also da guckt man mal kurz nicht und dann geht es ganz schnell. Das liebe ich, wie Anna das gesagt hat. Ja, das geht hier ganz schnell. Ich fand's einfach scheiße, dass Micha weiß, was Phase ist, ich aber nicht. Es geht doch um mich. Dann rede doch bitte mit mir. Oh, da sind die Tränen. Die fließen. Ach, Anna. Ein Mann wie mich hat, dem weint man echt nicht hinterher. Also die Stimmung ist jetzt gerade irgendwie nicht so geil, ne? Gina hat verkauft. Was das sollte, versteht irgendwie keiner so richtig. Stress sollte das bringen. Was mich am allermeisten stört, ist, dass Isabel gar kein Gespräch so zu mir erstmal gesucht hat. Das würde mich auch nerven. Ich bin kein Influencer da draußen und Bravo. Ich werde auch keiner werden. Bravo. Und ich brauche das hier nicht, um irgendwie meine Reichweite zu pushen. Aber hast du nicht im Intro noch gesagt, dass du einen blauen Haken hast? Ja gut, ich meine, ich bin Reality-Star, ne? Ich habe einen blauen Haken und ab geht die Post. Also irgendwie scheint es ja schon ein Thema für dich zu sein. Naja, dann war halt mein Upsi. Wenn das wirklich so nur wegen Sendezeiten so eine Scheiße, dann können wir das hier ganz schnell beenden. Ja klar, ihr seid hier alle für die große Liebe. Meine Lieben, kommt ihr gleich mal bitte in einer Außenküche zusammen? Ich wollte was ansprechen. Was kommt da wohl? Die große Entschuldigung? Ich wollte mich in meinem Namen nur für meine Entscheidung bei euch, bei jedem Einzelnen entschuldigen. Scheißegal, was mir jemand sagt, aber es ist meine Entscheidung. Ich muss sie ausbaden, nicht Isabel. Naja, aber du hast sie auch mit Isabel abgesprochen. Aber okay, ich find's gut, dass sie jetzt so zu ihrem Fehler steht. Das war mega egoistisch. Aber ich sag euch aus reinem Herzen, ich werde alles dafür tun, damit wir das Geld gewinnen. Komme, was wolle. Ab jetzt zumindest. Also, gestern war ich noch. Aber jetzt bin ich ein neuer Mensch. 100%. Ich will auch nicht, dass alles auf ihre Kappe geht, weil im Endeffekt habe ich es ihr auch gesagt. Isabel ist da genauso mitschuldig und hat sich dann da so ein bisschen dran gehängt. Ganz ehrlich, das Verhalten, das ist einfach auch ein bisschen peinlich, oder? Für mich ist es so peinlich. So eine Entschuldigung kann jeder so flott mal eben aussprechen, aber es kam nicht so zu 100% bei mir an. Also da musst du ihm aber widersprechen. Eine Entschuldigung auszusprechen fällt manchen Menschen sehr schwer. Aber die Entschuldigung, die kam, die war auch so ein bisschen für die Kameras, ne? Jetzt so, hallo Leute, ich entschuldige mich hier offiziell und ich bedanke mich bei meiner Mutter und bei Gott. Schönen Abend. Wisst ihr was? Ich habe hier dieses beschissene Mikro liegen und was... Danke. Ich liebe meine Fans. So war es ein bisschen, oder? Ihr seid seit Tag 1 zusammen. Wolltest du nicht wissen, ob ihr Pärchen seid? Könnte ja sein. Also du hast quasi auch auf ihn geschissen. Ich hatte ihn halt nicht mehr in der engeren Auswahl, so schon Tage davor nicht. Das check ich nicht. Das check ich nicht. Da blickst du einfach nicht durch. Die sagen, die verstehen sich voll gut und die wollen sich kennenlernen, aber ein Perfect Match kann es nicht sein. Hä? Weil du angegeben hast, dass du keine dunklen Haare haben willst, oder was? Oder weil er gesagt hat, er steht auf brünette Frauen. Oder was ist jetzt? Meint ihr wirklich, so funktioniert das? Ich versteh's nicht. Das heißt doch nicht, dass ich ihn dann nicht am meisten mag oder mich am meisten zu ihm hingezogen fühle. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich dachte schon, dass beim Perfect Match um die große Liebe geht und zu dem man sich auch am meisten hingezogen fühlt und mit am besten versteht. Liebe halt. Ich spiel dieses Kribbeln. Gänsehaut pur, wirklich. Du bist der Mensch, der mir hier drin am meisten bedeutet, sondern ich schon erwarte, dass du früher auf mich zugehst. Aber jetzt, wenn ich so die Gespräche zwischen denen mitbekomme, dann denke ich, oh, ja, das ist ein Perfect Match, das ist ganz ehrlich. Er handelt in solchen Situationen auch extrem anders als ich. Deswegen fällt es ihm, glaube ich, schwer, mich nachzuvollziehen und umgekehrt. Ja, sich nachzuvollziehen fällt auch manchmal schwer. Ich habe in dem Moment halt einfach sehr egoistisch gedacht. Und nicht an die Gruppe. Das lassen wir so stehen. Das ist selbst reflektiert. Sie ist auch der Sache auf den Grund gegangen. Gut. So, ihr habt halt eure eigene Suppe gekocht. Und ja, das müsst ihr jetzt halt irgendwie auslöffeln. Ich hab halt auch meine Macken, weißt du. Ich bin halt auch nicht perfekt, weißt du. War einfach dumm, so was will ich sagen. Und hätte ich von euch beiden so nicht erwartet. Die Aussprache mit Isabel hat mir nicht so viele Erkenntnisse gebracht, wie ich vielleicht erhofft.
hätte. Dann gibt es eine kleine Überraschung. Die Kandidatinnen müssen sich zusammensetzen und Sophia kommt rein. Was passiert da gerade? Unverhofft kommt oft. Einer kommt ab sofort nicht mehr, jedenfalls nicht mehr hier. Lukas. Ach, Herpes nimmt aber noch bis nach Hause, ne? All inclusive. Dir ist das zu viel Drama hier in der Villa? Deswegen hast du dich dazu entschieden, die Villa zu verlassen? Ja. Aber ganz ehrlich, ich würde da auch Herpes kriegen, glaube ich, mit 20 Leuten unter einem Dach. Oh, ui, oh, nee. Damit nimmst du natürlich auch in Kauf, dass dein Perfect Match die Villa auch verlassen muss. Wer ist es? Bitte nicht ich. Boah, ich finde das schon egoistisch. Also. Ich bin jetzt mal vollkommen ehrlich, ne? Hab schon viel in meinem Leben gesehen und erlebt, ne? Aber so viel Drama und so schlimme Sachen sind jetzt hier nicht passiert. Ja, würde ich jetzt auch mal so sagen. Also, das war ja echt noch gar nichts. Aber natürlich, wenn man sich nicht wohlfühlt, dann ist das verständlich. Aber mit einem Nazi habe ich eher weniger Verständnis generell. Deswegen will ich jetzt da gar nicht so viel dazu sagen. Es tut mir mega leid, dass jetzt die Person gehen muss, die mein Perfect Match ist. Das ist richtig beschissen. Das ist richtig scheiße. Ich muss jetzt ganz kurz googeln. Ja, okay. Die Band ist eine Nazi-Band. Gut. Nazi raus, sage ich da. Bin mir relativ sicher, dass ich bin. Ich kann es genauso sein. Mal gucken, wer hier politisch gesehen am weitesten rechts ist, oder? Scheiße. Oh mein Gott. Ganz ehrlich, wenn ich herausfinden würde, dass mein Perfect Match ein Nazi ist. Schlimmer geht's nicht, oder? Für mich war das die Hölle. Ja. Ich kann sie absolut nachvollziehen, dass sie sehr, sehr traurig war, geweint hat und jetzt die Koffer packen musste und gehen muss. Das ist echt traurig. Ich muss sagen, als ich das gesehen habe, wusste ich nicht, dass der Lukas da eine nationalsozialistische Band anhört. Ihr braucht jetzt nicht schreiben, nur weil ihr das hört, ist nicht, dass es ein Nazi ist und so weiter und so fort. Bitte spart euch den Kommentar einfach. Spart euch dieses Getippe. In dem Moment war ich schon ein bisschen so ergriffen, weil ich mir dachte, ach, die arme Luisa, die hat gar keine Sendezeit. Aber jetzt sehe ich das halt durch einen ganz anderen Blick und bin so, ja, ich habe gar keinen Bock, irgendwas über den noch zu sagen. Wisst ihr, was ich meine? Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich finde es auch crazy, dass die das anscheinend vorher irgendwie nicht gecheckt haben. Was für Leute sie sich da reinholen. Also da sind manche jetzt bestimmt anderer Meinung, aber ich habe da halt eine sehr konkrete Meinung zu und habe einfach gar keinen Bock, dass solche Menschen irgendwie Sendezeit bekommen. Ja. Tschüss. Dass er jetzt so an seine Grenzen gegangen ist und gesagt hat, ich gehe, das ist schon sehr, sehr traurig für mich. Sei froh. Sind wir doch alle froh. Schon schmerzhaft, muss ich ehrlich sagen, weil der Lukas ist echt ein guter. Also mit der Luisa konnte ich leider nicht reden. Ich wollte ständig ein Gespräch führen, aber hab's dann verschoben. Jetzt ist es zu spät. Warum sagen die denn alle, dass der so toll und so gut ist? Das kann doch nicht sein. Es steht wirklich oben auf seiner Jacke drauf. I don't know. Keine Ahnung. Ja, man, auch Nazis können mal nett sein. Das macht sie aber nicht weniger Nazi. Hey. I'm trouble. Hi. Oh, Sophia ist wieder da. Durch den Exit von Lukas und Luisa habt ihr ja mal einfach so ein Perfect Match gefunden. Das müssen wir irgendwie ausgleichen. Und es wird ausgeglichen, indem die ganze Gruppe heute Nacht keine Matching Night bekommt. Also keine neue Erkenntnisse. Heute Nacht wird nicht gematcht. Und der Rest des Gesprächs ist irgendwie ganz unangenehm. Sophia soll so mega tough rüberkommen und die so fertig machen, die Gruppe, und es ist einfach nur unangenehm. Deswegen widmen wir uns jetzt mal einem Pärchen. Aber erzähl du mal, was zieht dich denn an? Erzähl mal. Guck, wie sich freut. Was ist das für ein neues Bild von Mo? Nee, das ist so seine verpeilte Art. Ach du Scheiße. Ich habe den noch kein einziges Mal lachen sehen. Das ist das erste Mal. Boah, Wahnsinn. Bei ihr ist das Lächeln und die schönen Augen. Was? Ja, so ein Ding ist das. Doch, ehrlich. Aber wir sind trotzdem kein Perfect Match. Nee, du hast ja deinen Amadou da gefunden. Deswegen passt das ja. Wie die lachen. Die sind irgendwie ein bisschen süß zusammen. Ach so, warte mal. Amadou! Hey! Was ist das? Du darfst, aber ich darf nie was. Die Cecilia, die weiß auch, wie sie mit dem Maurice umzugehen hat. Wisst ihr, was ich meine? Die ist dann so, du tanzt mit einer, ja, Emma, du! Und macht das dann auch so extra, um sie zu provozieren. Und das liebe ich. Das finde ich sehr gut. Er versucht, eine 40, nee, 30, 50 zu machen.
Bedeutet? Nee, warte mal. Nee. Salvatore, wie war das nochmal mit den Prozentzahlen? Boah, im Viertel angeht es 150%. Wir haben 40%. Komm, jetzt geht auch noch ein Viertel. 30% schon drin. 80-30 zu machen. Auch wieder nicht. 70-30, immer noch. So 70-30. Er versucht, mehr Rechte zu haben als ich. Guck mal, wie süß die miteinander sind. Warum finde ich den plötzlich sympathisch? Und deswegen muss ich Standpunkt machen, Gleichberechtigung. Ich mach dir gar nichts. Nein, auf gar keinen Fall. Holt sie das Beste in ihm raus. Ich brauche jemanden, der politisch redet. Ja, also du bist jetzt nicht dumm, aber intelligent ist was anderes. Ich liebe die, wie die sich necken. Plötzlich ist Maurice irgendwie lustig und locker und nicht so dieser, ich bin ein Mann. Was ist, was? Ich bin einfach ein richtig schlauer Typ. Du bist überhaupt, ich habe noch nie was Schlaues von dir gehört. Es ist so ein liebevolles Necken. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Also es war ein schönes Gefühl. Willst du mich eigentlich auch mal Daddy nennen? Sag mal, bist du krank? Warum reden wir jetzt darüber jetzt hier? Woher kommt das denn? Ey, würdest du mich auch mal Daddy nennen? Würdest du mich denn mal Daddy nennen? Würdest du dir auch eine fangen? Die haben was Gutes. Irgendwie weiß ich nicht warum, aber zum ersten Mal letzte Folgen fand ich ja Maurice wirklich unterste Schublade und plötzlich ist er irgendwie ganz witzig. Hä? 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 Erzähl doch mal. Was willst du denn hören? Sollte das denn einfach, dass du sagst, dass du mir was beweisen willst? Warum reden die jetzt so miteinander? Das finde ich irgendwie nicht gut. Und dann? Und dann? Und dann? Und dann? Sich das Gegenteil. Sind die besoffen? Schon wieder. Wo sind wir denn hier? Also das ist so logisch. Anna sieht immer heiß aus. Das kannst du nicht verneinen. Kevin. Was? Nee, was willst du? Nee. Irgendwie necken die sich auch so, aber irgendwie verstehe ich's nicht. Ja, da könnte sich schon was entwickeln, aber ich bin halt echt vorsichtig. Meine hat ja so einen Stempel, sage ich mal, ne? Kelvin tut, was ein Kelvin tut. Wie hast du geflirtet heute? Ach, komm. Ich hab gar nichts gemacht heute. Ja, mit Anna geflirtet, das war jetzt... Nö. Ah, geredet. Geredet ein bisschen. Ich will halt nicht eine von vielen sein, ne, bei ihm. Das ist so mein Problem. Ja, da muss man, glaube ich, Geduld haben beim Kevin. Ist das so, wenn ich sage, dass ich mal schauen möchte, wie sich irgendwas anderes anfühlt, dass du in diesem Zeitraum dann dir einfach random wen anderes suchst? Die Anna, die fand es nicht gut, dass der mit Selina jetzt gekuschelt hat, ne? Das ist für mich richtig dumm. Ich hab Selina, ich hab Gina, ich hab... Von mir aus Isabel und so weiter und so fort. Mir überlegen musste nach einem dritten Namen. Von mir aus auch Isabel, keine Ahnung. Aber was ich immer noch dahinter habe, ist halt Anna. Das ist all das, was ihn gerade auch ausmacht, ne? Das ist sein Lebensinhalt. Cool. Echt cool. Na? Du musst sehen, dass ich zurückkomme, wenn ich weiß, mit mir. Und da die ganze... Nein. Was? Niemals würde ich das tun. Anna sagt, wo ihre Grenze ist. Wir haben gesagt, was jeder schaut. Genau. Ja, ich nehme das jetzt auch nicht übel. Ja, ich habe gesagt, ich wechsle. Dann darfst du auch. Aber? Wenn du willst. Ne? Muss ich gar keine Sorgen zu machen. Mhm. Er sagt jetzt zu Anna, ich übersetze mal, weil kommt nicht so viel herum. Jungs generell sind vom Kopf her ein bisschen weiter zurück. Mhm. Er sagt quasi zu Anna, wenn Anna jetzt möchte, dann ist Micha sofort bereit und Selina wird dann abgeschoben. Würdest du mich auch sofort rausschmeißen, wenn jetzt die nächstbeste kommen würde? So? Also, keine Ahnung, ich bin mir... Bei Micha, ich bin da einfach noch nicht schlau genug. Der Micha, der hat ein neues Image. Player. Jetzt würde mich mal ganz kurz interessieren, was Micha dir für ein Gefühl gibt. Du, ich fühle mich bei Micha echt wohl. Jetzt reden mal die Frauen miteinander und das finde ich sehr gut. Weil er gerade zu mir gesagt hat, wenn ich jetzt sagen würde, ich komme zurück in das Schlafzimmer, wäre bei dir Ciao Kakao. Ja. Hat er gesagt. Kann ich bestätigen, ich war dabei. Du hast jetzt nichts dagegen, wenn ich jetzt ihn fragen würde, was der Spruch sollte. So, wenn du wieder kommst, dann wird nicht Schauker kommen. Und das macht die Selina auch direkt. Die geht hin und sagt so, was los? Warum sagst du dann, dass wenn sie wieder ins Zimmer kommen würde, dass ich dann weg vom Fenster wäre? Hast du es gesagt? Lüge. Ich finde es so gut, dass die Selina ihn direkt darauf anspricht. Sei ehrlich zu mir, weil damit komme ich klar. Selbst Luca kann rummachen, mit wem er möchte. Sag mir nur bitte die Wahrheit. Okay. Aber was Anna gesagt hat, ist völlig... Das ist
Scheiße. Ach so, na klar, jetzt ist Anna die linke Schlange und nicht du, Micha. Eine ganz interessante Sache. Du sagst also, dass Anna Unrecht hat. Ja. So 1000%. 1000%. 1000% sicher. Die wissen schon mit den Kameras und so, ne? Wissen die. Ich glaube weder Micha noch Anna. Ich bild mir meine eigene Meinung. Selbst wenn ich auf die Fresse fliege, mir scheißegal. Gut, können wir machen. Bilden wir uns die Meinung weiter. Ich habe keinen Bock darauf, dass Anna mich einfach in dieses fucking falsche Licht rückt. Nee, das machst du schon selber. Ich will mich auf keine festlegen. Deswegen mache ich das, was mir Spaß macht, mit Frauen zu flirten. Oh Gott, das ist so peinlich. Ohne Scheiß, ein Verhalten. Das ist einfach so, das schreit so, hallo, ich bin mega unsicher. Ich habe kein Selbstwertgefühl. Ich fühle mich ungeliebt. Ich muss mir Bestätigung auf eine ungesunde Art und Weise suchen. Bitte hilf mir irgendjemand. Du musst auch ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Ja, natürlich. Mit Leuten und so. Auch mit Mia, sag ich dir ehrlich. Der Kevin ist schon witzig. Weil du bist voll naiv, wirklich. Das ist meine Schwäche, ja. Und sie findet Kelvin halt auch ein bisschen gut, sonst wäre sie, glaube ich, nicht mehr da. Meine Mama sagt ja auch selber, dass ich ein sehr, sehr großes Herz habe. Und dann halt, ne, vielen Menschen einfach zu sehr vertraue. Fühle ich. Ich glaube, ich bin nicht ganz so naiv. Aber manchmal habe ich, ich glaube, das würde man bei mir nicht denken, manchmal bin ich auch ein Ticken zu naiv. Die Franzi ist auch eine Frau so, die ist süß, wie gesagt, die sucht immer die Nähe zu mir so. Oh, irgendwie ich mich da zukuscheln. Also zu den beiden, jetzt nicht nur zu Kelvin, sondern so, das sieht so, sieht irgendwie schön aus, oder? Das wäre der Moment, wo ich dann auch wieder gehen würde. Ich bin da auch mal vorsichtig, weil ich weiß, Franzi, die ist da, das ist, die Mart hat noch gar nicht so gemacht, glaube ich, in dem Stil so hier. Bisher so und deswegen finde ich das noch nicer so. Und ich liebe das. Ich liebe das, so eine Entwicklung zu sehen. Der Kelvin, der fühlt sich auch special. Special Kelvin. Ich kann jetzt so nicht weitermachen, wenn hier so viele Kameras sind. Oh, scheiße. Ich bin anständig. Ich brauche noch meinen Heiligenschein. Wer den Heiligenschein schon lang verloren hat, das ist unsere liebe Cecilia. Hätte ich gesagt, Amadou, schläfst du dann neben mir noch? Nach diesem provokanten Spruch. Ganz ehrlich, das zeigt mir das nur wieder, dass ich wieder recht hatte. Weil die ist ja immer auf Krawall gebürstet, die sagt immer ihre Meinung und das mag ich auch. Und das mag ich. Hoffentlich hast du auch gut geschlafen. Nö, nicht so gut. Ach ja. Hat Selina dir keinen Platz gelassen? Nee, ich war alleine. Die gibt auch immer Feuer, ne? Da ist halt Feuer. Du willst das nicht verstehen gerade, das ist das. Nein, aber ja. Du kannst dich einen Apfel mit einer Birne verleuchten. Wow. Ja, ist beides Obst halt, ne? Facts. Warum bist du nicht nochmal so süß gekommen, ne? Aber warum denn? Guck mal, die diskutieren und da ist trotzdem so eine kleine Witzigkeit mit dran. Da ist halt schon Salz. So, die müssen sich das Lachen verkneifen. Da ist was. Da ist halt schon Würze. Hä? Nach deinem Spruch? Welchen Spruch habe ich denn gesagt? Wo pennst du denn, ne? Bei Micha. Bei Micha pennst du? Aber ich penne dann außen, okay? Das war schon zu viel für Cecilia. Du hast auch heute mit ihm bestimmt jemanden gekuschelt. Ja, hab ich auch. Ehrlich? Ja. Mit Luca. Der seine Haare hat transplantieren lassen. Entschuldigung, ich hab's komplett falsch analysiert. Richtig. Richtig, richtig schlecht. Ich gebe das Feedback weiter. Bei mir wurde das nur der Flo ins Ohr gesetzt und das war falsch. Es tut mir leid. So, und jetzt ist er auf mich sauer, weil ich neben Luca geschlafen hat. Ja, tut mir leid. Was soll ich denn jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Gute Frage. Ja, weiß ich nicht. Gut geschnitten. Jetzt werden wir ein schlechtes Gewissen machen und jetzt habe ich sogar ein schlechtes Gewissen, obwohl ich aber gar kein schlechtes Gewissen haben will. Ich mag die Cecilia, weil die ist so sehr direkt und auch so ein bisschen, glaube ich, die scheut halt nicht vor Konflikt zurück. Und manchmal ist das vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich glaube, es braucht es mehr, so eine Energy, dass man wirklich auch mal so, gerade als Frau, auch wütend ist, auch sagt, was einem nicht passt. Aber auch trotzdem ist sie sehr selbstreflektiert, weil sie sagt so, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, aber ich will eigentlich, also sie ist so zwei Schritte weiter. Mag ich. Und das mag ich. Sie ist genauso stur wie ich. Ich schwöre dir das. Ich denke mir einen Tag nicht, ich will das nicht mehr mit Mo. Ich brauche sowas nicht, ey. Aber wenn er dann weg ist, das nervt mich dann auch. Es bleibt spannend zwischen den beiden. Genauso spannend, wie es bei der nächsten Challenge wird. Ricarda, du musst heute die Villa verlassen. Was? Endlich mal Gerechtigkeit. Hä, warum? Das ist, war mir so klar, dass... Leute, das ist, muss Bullshit sein. Und außerdem kommen zu mir bitte Gina, Carina, Zoe... und Franzi. Ich liebe das, wie sie so strenge Lehrerin gerade macht. Ihr alle werdet heute die Villa verlassen. Und jetzt kommt die Auflösung. Denn ich schicke euch auf einen Ausflug.
Freut mich. Und da wartet schon ein nächster Mann. Es gibt noch einen Mann, Numero 11. Ich bin der Felix, 26 Jahre alt, bin gelernter Chemikant, bin Kinderkampfsporttrainer und komme aus Gelsenkirchen. Und ich bin self-made. Mich kennt man von Temptation Island, Staffel 4. So wie Kylie Jenner, die sich als self-made Billionär bezeichnet hat. Ich hatte bis jetzt 4 Beziehungen und die längste war 10 Monate. Da musste ich schon die Reißleine ziehen. Zum Einjährigen wusste ich auch echt nicht, was wir da irgendwie hätten machen können. Die sollte einfach gerade sein, ehrlich sein, eine Granate sein, schön gemacht sein. Die soll richtig geil aussehen, schön getuned. Ich liebe meine Weiber wie meine Autos, getuned. Absolut geil. Ich habe ein Ego-Problem. Ich weiß das aber und ich habe das auch immer im Auge. Hey, du hast doch schon mal was. Hallo, mein Schatz. Klar kennt Gina und Felix sich. Wir kennen uns privat, haben uns auf Partys getroffen, sind connected über Instagram. Da freut man sich schon, jemanden zu sehen, den man schon ein bisschen länger kennt. Es steht hier drunter, die Reality-Welt ist klein und es ist wirklich, was sind das für Partys? Was geht da ab? Warum bin ich nicht eingeladen? Das ist so richtig enttäuschend. Sex ist wirklich wichtig, es ist eine sehr, sehr intime Sache. Darf ich kurz fragen, würdest du in Boom Boom Room hier gehen? Ja, würde ich. Definitiv? Würde ich definitiv. Franzi brauche ich nicht fragen, ob sie es machen würde, oder? Also in dem Boom Boom Room, wenn ich mir es jetzt aussuchen könnte, definitiv. Gib mir Ricarda. Boah, brutal dieser Blick. Also über den Boom Boom Room wurde schon viel geredet, aber gesehen haben wir davon noch nichts. Ich brauche auf jeden Fall einen Typen, der mega viel ausprobiert, also so Videos. So richtig krass. Aber feier ich krass. Die Ricarda, das ist ihr Ding, ne? Da redet sie auch gerne und offen drüber. Good for you. Ja, Mädels, ich muss 2 Mädels leider rausschmeißen. Wer wollte das wohl sein? Zoe, du musst leider gehen. Und Franzi, ich küsse dein Herz. Aber irgendwie, es hat nicht richtig funktioniert. Komisch, genau die 2 Frauen, die gesagt haben, dass sie nicht in den Boom Boom Room gehen würden, müssen jetzt nach Hause gehen. Die anderen 3, die dürfen bleiben. Das überrascht mich. War nach was für Kriterien der wohl gewählt hat. Was kommt neuer Typ, ja, ne? Was ist los? Also, wir haben einen neuen Kandidaten. Da freuen sich doch sicher alle, oder? Ja, ich glaube, so die Jungs, die haben ein bisschen Schiss, so, weißt du, wie ich meine? Das ist irgendwie keine Ahnung. Ja, Männlichkeit und so weiter, oder? Das ist mein Revier. Kappe, Glatze, Bart, breit, groß. Keine Konkurrenz, auf gar keinen Fall. Sicher? Ja. Bruder, dieser Felix, ist der wirklich so breit auf Fotos, Bruder? Oh ja, ist breit. Ach, Bruder, scheißegal, Mann. Wir sind geile Typen, Junge. Ich kenn den doch. Ja, wir sind geil. Jetzt erstmal mal kurz meinen Pimmel angucken, ob der auch groß ist. Oh ja. Oh Gott, ey, es muss so anstrengend manchmal sein, ein Mann zu sein. Es ist, glaube ich, es ist keine Competition, aber es ist auch krass anstrengend, eine Frau zu sein. Aber manchmal denke ich mir so, boah, ey, mit so toxischer Männlichkeit aufzuwachsen. Es kann einem nur leid tun. Da pissen die Jungs sich schon alle in die Hose. Mann, ey. Kelvin doch nicht. Schau doch mal den Typen, Mann. Ich schau auf meine Mutter sogar, ja. Da muss Maurice jetzt genau hingucken, ob der breiter sein könnte als er. Das wäre natürlich das Schlimmste, was ihm widerfahren könnte in seinem ganzen Leben. Davor habe ich voll Angst. In seinen ganzen 23 Jahren, also was der schon erlebt hat, das würde das auf jeden Fall toppen. Das Date läuft weiter und ganz gut. Und mir ist egal, wann, wie, wo. Wenn es jetzt gerade passt, dann fick ich. Dann habe ich Bock drauf, weißt du? Dann habe ich Bock zu bumsen, weißt du? Die Gina, die sagt auch immer das, was die Männer hören wollen. Mein Lieblingstag wäre am liebsten, gut. Ich stelle mir den so vor, Lieferando, Film gucken, Sex, dann... aber hintereinander 2-3 Mal, ne? Ja. Abo, ungelogen, ja. Stehe ich auch voll drauf. Tja, wenn man keine Kinder hat und keinen Job, kann man das wohl machen. Sehr sympathisch und ich mag das, dass er so kommunikativ ist, ne? Auch sexuellen Bezug kommunikativ. Ich will dich küssen. Gina, go fly, da waren wir, ja. Bleibt es aber bei einem kurz? War einfach geil. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Boah, ey, wenn nach einem Kuss zu mir jemand sagt, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ist auch ein Charmeur. 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 Ein Küsschen ist auch nichts. Ein Küsschen? Ein Küsschen ist auch nichts. Ein Küsschen. Das gibt mir irgendwie so 16er-Party-Vibes. So Home-Party und Tequila ist irgendwie involved. Involved. Also natürlich 18, meine ich. Man ist 18, das ist eine Flasche Tequila mit so Lecksachen und dann passiert sowas, dass man so knutscht über einer anderen Person drüber. Wisst ihr, das ist schon so krass unangenehm. Das sind so, und du bist so,
Größere Persönlichkeiten machen das auch. Oh, was soll ich dir sagen? Brutal, geil! Das Ego liebt es. Für mich ist Felix einfach nur das Ego. Du auch noch? Ja, bin ich schon da. Alle guten Dinge sind drei, oder? Ja, die will sich da jetzt auch nicht ausgeschlossen fühlen aus der Gruppe, ne? Verstehe ich. Mit drei brutalen Frauen rumgeleckt. Geil! Was soll man da noch sagen, oder? Ja, also der Felix wurde von der Gruppe schreiend, gröhlend aufgenommen. Da könnte man fast denken, man ist am Ballermann, oder? Grüß euer Herz! Geht's dir gut, Junge? Mir geht's sehr gut, Bruder. Bruder! Was geht ab, Brudi? Brudi hier und Brudi da. Bro. Ich will nicht wissen, wer schon alles in meinem Brudi. Alter Schwede. Das finde ich aber auch gut, dass sie sich über Bruder aufregt mit Alter Schwede. Hat sie gerade noch die Kurve bekommen, aber. Ich küsse euer Herz, Alter! Ich küsse doch dein Herz, Bruder. Ja, so redet man doch heutzutage, Bruder, Schwester, Dicker. Lass mal durchdrehen! Ah, red anständig! Was ist denn daran so schwer? Vieles ist daran schwer, genauso wie die nächste Matchbox-Entscheidung. Wird es ein Perfect Match geben? Ich wage es zu bezweifeln. Was denkst du, wie könnte das aussehen? Könnt ihr irgendwie zusammenpassen? Perfect Match, Gina. Die anderen Kandidatinnen durften quasi entscheiden, mit wem Felix in die Matchbox geht. Ich hoffe natürlich, dass ich in die Matchbox gewählt werde, weil wir einfach extrem viben. Er ist weltoffen, er ist positiv Vibes. Er ist positiv Vibes. Ich würde mir jetzt nicht unbedingt wünschen, mit Felix in die Matchbox zu gehen, weil wir, glaube ich, einfach zu unterschiedliche Ansichten haben. Du möchtest doch heiraten und Kinder? Kinder erstmal bis 30, auf gar keinen Fall. Ich zum Beispiel, ich möchte die nächsten Jahre Kinder. Ich überlege gerade, ob ich sage, ja, lass dir Zeit. Oder ob das dumm ist, wenn ich als, wie alt bin ich denn? 29-Jährige jetzt sage, die schon ein Kind hat. Läuft nicht weg. Aber bei uns Frauen tickt natürlich die biologische Uhr, leider. Sie tickt laut. Oh, was? Ricarda und Felix. Sollte Ricarda tatsächlich das Perfect Match von Felix sein, dann muss das zweite Perfect Match mit ausziehen. Und zwar ohne einen Cent in der Tasche. Genau, es gibt ja jetzt einen Mann mehr. Das heißt, Felix ist auch derjenige, der dann zwei Perfect Matches hat. Aber irgendwie wusste ich es auch. Ricarda ist leider keins davon. Wer würde am liebsten mit wem, warum und wie in den Bum-Bum-Raum. Das war vielleicht ein geiles Spiel. Wenn das mal nicht wieder Streit gibt. Ich würde mit dem Martin in den Bum-Bum-Raum gehen, weil er einfach eine geile Sau ist. Danke fürs Feedback. Meine Vorstellung wäre mit der Isabel. Ja, da wissen wir auch mal wieder was Neues vom Fabio, sonst haben wir ja noch nicht so viel gehört. Also stand jetzt auf jeden Fall mit dem Lukas, ein hotter Boy, so, ne? Abturn. Was ist jetzt mit dem Kelvin los? Der hatte doch schon hier seinen goldenen Morgen. Ich würde die Cecilia nehmen. Die Frau kann sich sehr, sehr gut bewegen. Mhm. Während wir Sex haben, wäre es schön, wenn du meine Füße in den Mund dabei hättest. Und dann kriegen wir hier lang. Dabei? Das muss man ja richtig. Gerade, ja, muss man ein bisschen Dehnung machen vorher vielleicht. No way. Jetzt gerade aktuell bin ich einfach froh, dass die Stimmung wieder besser ist und da fingere ich mich lieber. Sorry, aber. Klar, a girl's gotta do what a girl's gotta do. DJ Fetzi legt auf. Mit der Ricarda. Willst du mich verarschen? Weil ich hab dir heute so geil in den Dings eingeschmiert, so die Beine. Das ist ein geiles Arsch. Ja. Kelvin, das war deine Chance gewesen. Franzi wollte nur hören, ja, mit Franziska. Ich glaube, es wäre der schönste Sex meines Lebens. Ich möchte ihr einfach nah sein und mit ihr davor und danach ganz viel sprechen. Na, und sich da richtig wegflanken so und bis das rauskommt, wird es an die Decke. Kelvin hat sich da ein bisschen zu detailreich in irgendwas hineingesteigert, was mir wahnsinnig unangenehm ist. Komisch, weil er ja auch vor ein paar Tagen noch was von Franzi wollte. Ja, anscheinend ist es auf einmal nicht mehr so. Ja, du, da hat er den Hintern von der Ricarda eingecremt und seine ganze Lebenssicht hat sich verändert. Das passiert manchmal. Es sind einschneidende Momente wie diese. Ich glaube, Franzi, die hat halt Gutes gesehen, wo nichts Gutes ist. I'm sorry, aber das ist nun mal so. Das ist so gemein. So gemein, das ist so gemein. Wenn Ricarda ihn mehr reizt als ich, dann finde ich das irgendwie verletzt. Schatz! Oh nein, jetzt weint sie schon wieder. Die arme Maus. Ich dachte halt irgendwie,
dass ich vielleicht ein bisschen was Besonderes für ihn bin oder keine Ahnung. Aber anscheinend doch nicht. Haben wir nicht alle schon mal diesen Satz gesagt? Ich dachte, ich bin anders und ich kann ihn heilen und wieder ganz machen. Und ja, ich dachte, ich kann ihn verändern. No, you can't! Ich glaube, jetzt hat sie selbst gemerkt, dass es doch nicht so ist. Glaub nicht immer alles, was man dir sagt. Sei nicht so blauäugig. Die Franzi, die braucht echt einen ganz, ganz lieben Mann. Aber da hätte ich trotzdem an Franzis Stelle gar keinen Bock, mit dem heute im Bett zu pennen. Was willst du mit dem, mit jemandem im Bett pennen, der kein Interesse hat? Ja, hat er kein Interesse oder ist er einfach nur abgelenkt? Ach, so ein Bluff, Alter. Jetzt tut alle nicht so, als ob ich hier irgendwelchen Frauen irgendwie das Blau vom Himmel esse. Hoffentlich hat er das kurz dann auch selber gecheckt. Nee, hat er nicht. No, jetzt Kelvin ist nicht einsichtig. Für was Ernstes habe ich hier gerade nichts in Aussicht. Hab ich zu der Franzi klipp und klar gesagt. Ich schwöre, soll mich der Blitz treffen. Aber hat Kelvin nicht auch gesagt, dass er jetzt mal bereit wäre für was Festes? Ich will da jetzt nicht so eine Wissenschaft draus machen. Aber kann ja dann auch sein, dass er sagt, dass es nicht Franzi ist. So. Es ist halt schade, dass es immer die trifft, die am pursten so und am reinsten mit dem Herzen dabei sind. Nee, weißt du, ich hab mir das echt vorgenommen. Das reicht jetzt. Naja, das Herz muss wohl nochmal gebrochen werden. Vielleicht wird's dann stärker dadurch. Hm. Du bist ein typischer Fuckboy, Mann. Nein, doch! Aus, nein. Doch. Aber das möchte ich gar nicht sein, Alter. Ja, aber du bist so, du willst einfach nicht einsehen. Ja, ich würde sagen, der Kelvin ist schon so, wenn ich so einen Fuckboy beschreiben müsste, würde ich sagen, Kelvin. Aber lieb, lieber Fuckboy. Aber weißt du, ich fand so einen Spruch von dir halt nicht so cool. Und dann, ja, du halt mit der Wie die miteinander reden, das ist irgendwie schon süß auch. Aber im Nachhinein alles okay. Ich glaube einfach, es war mir alles im Endeffekt viel zu viel. Ich habe da einfach viel zu viel reininterpretiert jetzt im Nachhinein. Ich glaube, Kelvin denkt halt manchmal nicht ganz nach, ne, was er so da sagt. Ja, ich glaube, das Problem ist, ich habe es gerade in dem Moment gecheckt. Kelvin denkt zu wenig nach und Franzi denkt zu viel nach. Und das ist das Problem. Sie steigert sich in etwas rein, was noch vielleicht noch gar nicht da ist. Und Kelvin hat überhaupt nicht auf dem Schirm, wo sie in Gedanken schon ist, wie viele Schritte weiter. Sie will ein Kind von mir. Ich versuche sie natürlich auch ein bisschen zu ärgern. Meine Freundin, ich bin safe, danke, Alter. Also. Mann, ich stehe noch sowas wie dich. Ich stehe 100% auf sowas wie mich. Was ist das für ein Gespräch schon wieder? Ich stehe noch große, gut aussehende Männer. Hat sie nicht gesagt. Lass uns neutral im Club gehen, ich schwör, Mama. Das interessiert mich in Scheißdreck, dann mach das doch selber. Boah, wie kann man so Probleme haben, jetzt mal ehrlich. Ja, ist echt so. Ist echt so, sie trifft es so spot on, was mit ihm falsch ist. 100 Punkte, ne? Ja, meine Freunde können meinen Freund hübsch finden, wie sie wollen, das ist kein Problem. Aber ich will keinen Mann haben, denen es wichtig ist, dass meine Freunde sagen, boah, ist der sexy, ich will ihn auch haben. Bist du im falschen Film? Bist du im falschen Film? Mhm. Das ist ein anderer. Er ist mir auch suspekt, dieser Film, aber ich gucke zu. Ich mag dieses Entertainment, ja. Ich kann das nicht. Ja, ich hoffe, du Mücke-Elefant, ich schwöre. Ich will doch nur, dass mich alle geil finden. Was ist das Problem? Vermisst du mich? Oder uns? Ja, ich vermisse unsere Bettgeschichten. Naja, bald vermisst sie ihn bestimmt nicht mehr. Ich habe ja für mich entschlossen, ich wechsle das Schlafzimmer, ja, weil ich möchte auch mal gucken, was mit meinen anderen Favoriten ist. Hat sie für sich entschlossen. Gut. Das wollte ich aber nicht. Ja, dass du jetzt hier von Bett zu Bett steigst. Ich bin hier so eine kleine Wanderhure geworden. Hä? Ach, aber kann sie lachen? Okay. Ich stell mir vor, es gibt eine Reunion zwischen uns beiden. Was soll ich mir dann vorstellen? Eine Reunion? Oh. Glaubst du könntest dich in mich verlieben? Schon. Aber glaubst du könntest dich auch in den anderes hier verlieben? Ja. Klar, hey, ein Player. Also bei ihm merkt man einfach ganz klar, er will einfach ein bisschen von allem. Auch ein großes Ego-Problem mal wieder. Na, für dich und für Selina sonst. Ich kann's nicht, ne? Ist halt schon mein Struggle, weil bei dir ist halt ein ganz, ganz anderes Thema. Hm? Was denn? Ich lass mich hier nicht für dumm verkaufen, nein. Ich verstehe nicht, wie sie so ruhig sein kann bei dem, was Micha die ganze Zeit von sich gibt. Wirklich nicht. Der Micha und ich, wir waren ja sehr innig, sag ich mal so. Er will weiter kennenlernen, ich will weiter kennenlernen. Aber er hängt ja auch noch an der Anna. Genauso wie ich mich mit dem Kelvin gut verstehe. Heißt jetzt Micha oder Mischa? Sprechen die denn nur so anders aus oder heißt der Mischa? Ist egal, es wird jetzt sein Ego auch ganz doll stören, dass ich nicht mal weiß, wie er richtig heißt, ne? Entschuldigung. Das ist schon eine harte Nummer. Ich bin gerade voll geil geworden, ich weiß auch nicht.
Wo? Ja, wie wo? Wann denn? Naja, jetzt hier, da unten. Wie das weitergeht, das müssen wir uns noch angucken. Aber jetzt ist erstmal Zeit, endlich wieder für eine Matching Night. Diesmal dürfen die Frauen wählen. Erzähl mal, wo stehen du und Maurice gerade? Ja, unser Drama, was soll ich sagen? Also wir haben so ein On-Off-Ding so. Und morgen sieht es vielleicht wieder anders aus. Ich finde spannend. Ja, spannend. Gerade favorisiere ich für Perfect Match noch jemand anderen. Ah, okay. Aha. Wen denn? Ben Amadou. Mhm, okay. Anna. Micha, Martin, Martin, Micha, was ist da los? Ja, es ist ein absolutes Chaos. Micha heißt er. Würde ich... Micha hat ja gesagt, du bist eine Wanderhure. Alle nur so. Und die anderen so, ja. Mhm. Micha? Ich kann sie dahin gegen noch nicht einschätzen, wo sie gerade so Stand der Dinge ist. Und dann erstmal beleidigen, ne? Deswegen, ich hab's. Aber eine Wanderhure ist ja eigentlich schon eine Einschätzung, also. Kann man so sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass er das vielleicht gesagt hat, weil ich die Betten so oft wechsle, aber nicht meinen Partner. Du kannst so viele Betten wechseln, wie du möchtest. Es gibt dafür keinen Grund, dich dann zu beleidigen. Nein, sie ist mal hier, mal da, jetzt die letzten Tage gewesen. Und deswegen, also doch nicht auf dem Bett. Ich konnte sie ja nie einschätzen, so richtig. Ach so, aber du bist anders, ne? Also so eine Respektlosigkeit hier. Das ist einfach nicht fair. Sag ihm dann das doch mal, dass es nicht geht. Warum muss man immer beleidigt werden? Also meiner Meinung nach, das gehört ja einfach nicht hin. Ja, dann sag ihm, das geht nicht mehr, es ist vorbei. Such jemand anders, lass mich doch nicht verarschen. Anna, wen wählst du denn heute, Martin oder Micha? Ich wähle heute Pharrell. Da bin ich auch überrascht, aber gut. Den Micha, aber ich muss ehrlich sagen, ich glaube, das ist eine doofe Wahl. Warum? Eigentlich hatten wir super tolle, oder wir haben super tolle Gespräche, wir haben denselben Humor, mit ihm konnte ich immer lachen. Aber die Aussage Wanderhure ist für mich unter der Gürtellinie. Finde ich so gut, dass die Franzi da so einfach auch einsteht für die Anna und sagt so, nee, sorry. So, die ist überall und nirgendwo und deswegen kann ich sie dahingegen schlecht einschätzen, wie gesagt. Das hast du schon ungefähr 4 bis 5 Mal gesagt und es ergibt trotzdem nicht mehr Sinn, auch wenn du es noch 12 Mal wiederholst. Du tingelst doch auch von Frau zu Frau. Hat er doch gerade doch selber gesagt. Du widersprichst, es macht keinen Sinn, was aus deinem Maul kommt. Kein Sinn. Preach, endlich kommt mal die Wut raus. Lass raus. Mein Herz geht gerade unnormal. Selina, hast du noch Bock drauf? Es ist scheiße, wie er hier mit der Anna redet. Ich find's mega beschissen, richtig scheiße. Yes, 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 raus damit. Ja, im Endeffekt. Ich hab gesagt, ich gehe zurück in das Schlafzimmer. Hätte er dich sofort... Wahrscheinlich. Und warum kann er mir das dann nicht sagen, wenn ich ihn frag? Wenn du unehrlich zu mir bist und mir dreckig ins Gesicht lügst, hast halt verkackt, was soll ich sagen? Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht und die Selina findet sie nicht gut. Also, was dabei rumkommt, findet sie nicht gut. Dass die Wahrheit da ist, findet sie sehr gut. Wer mich mag, der mag mich. Und wenn nicht, der kann mich. Ganz ehrlich so. Das habe ich in der Bravo gelesen, den Spruch. Und seither lass mich auch tätowieren. Ist ein cooler Satz. Perfect Match. Von ihrer Seite, von meiner Seite. Könnte sein. Same einfach. Also ich denke nicht, dass wir ein Perfect Match sind. Ja, von deiner Seite, von meiner Seite schon. Ja, super. Geht ja auch nur um dich, ne? Ja, klar. Puh. Ich würde den Max nehmen. Und die Zoe? Ich wähle heute den Luca. Könnte ich mir vorstellen, dass es passt. Fabio! Oh, was für eine Überraschung. Mhm, könnte irgendwie optisch auch gut passen, oder? Ganz entspannt, wir gehen langsam, Pfote nach Pfote. Und die Carina? Ich wähle heute den Martin. Mhm. Ich wähle heute den Maurice. Maurice? Eine sehr attraktive Frau, bringt alles mit. Von daher könnte das auf jeden Fall passen. So süß. Oh, voll süß, danke. Kevin. Ja? Wie fühlst du dich hier in der Ménage à trois? Gut. Ménage à trois. So. Weißt du, was das heißt? Nee. Aber wer weiß das denn schon? Sophia, die liebt es einfach, die vorzuführen, ne? Ménage à trois. Welcher normale Bürger weiß denn, was das heißt? Aber er hat sich's einigermaßen gut gemerkt. Das ist, finde ich, ein bisschen impressive. Den Beziehungsdreieck. Ach so, ja. Ja, ist doch okay. Den Kevin, den juckt er sowas von nicht. Jetzt hast du die Qual der Wahl. Zunge A,
oder Zunge B? Stimmt, die Gina hat ja schon mal getestet. Also ich muss schon zugeben, dass Zunge B besser harmoniert hat. Deswegen entscheide ich mich für Zunge B. Felix. Okay, ich kann Kelvin eins reinwürgen, weil Kelvin nicht mit offenen Karten mit mir gespielt hat. Die Gina, die liebt es auch, ne? Die hat auch ein echt großes Ego-Problem. Denkst du echt? Safe. Meinst du wirklich? Safe. Ehrlich? Safe. Sollten heute alle 10 Spots angehen, gehst du leer aus. Das wollen wir nicht. Ein Licht ist euch bereits sicher. Das steht für Lukas und Luisa. Stimmt, die sind ja gegangen, habe ich wieder komplett vergessen. Heute muss mindestens ein weiteres Licht angehen, sonst ist das ein Blackout und ihr verliert 50.000 Euro. Da ist aber das Licht, kein Blackout auf jeden Fall. Oh, Alter. Insgesamt nur 3 Lichter. Merkst du mal so langsam, dass aus deinem Mund nur Scheiße rauskommen kann? Wandern. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Du bist kein Stück anders. Was willst du von mir? Kann der auch was anderes sagen, als immer den gleichen Satz wiederholen? Was willst du von mir? 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 Ich will antworten. Du bist so asozial, ja, weißt du das eigentlich? Was willst du von mir? Ja, nichts mehr. Mich schon nicht von der, ja, ja. Der ist so peinlich, ohne Scheiß. Dann schreib mich nicht so an, Mann. Red mit mir ordentlich. Er konnte einfach nicht reden, nachdem die Anna ihn mit seinen Worten konfrontiert hat. Ja, der ist ganz unsicher, ne? Mit einem, der eine Frau als Hure bezeichnet. Mit dem muss hier niemand mehr vernünftig reden. Period. Attacke. Das ist ein bisschen blöd, weil ich stehe zwischen zwei Stühlen. Zum einen mag ich den Micha von Tag 1 an. Ja, aber Dicker, muss schon ein bisschen was dran machen an der Ausdrucksweise. Ein bisschen was. Ist auch so witzig, dass Max derjenige ist, der jetzt noch hier bei Micha irgendwie ist. Derjenige, der so gefühlt gar keinen Auftrag hat, der auch so ein bisschen sich so an jemanden klammert und ich glaube, es ist Micha. Ich mag dich mega als Typ, aber du machst dir halt keinen Gefallen damit. Ich habe ihn nicht so kennengelernt. Ich finde es ein bisschen schade, dass er so abdriftet. Also Max und Micha sind wohl doch kein Perfect Match. Das haben die alle nicht verdient, Dicke. Alles korrekte Mädchen. Natürlich, was soll ich sagen? Ist nicht mehr rückgängig zu machen, ne? Ja, nur entschuldigen kann ich nicht. Nicht mal der Max chillt noch mit Micha. Ja, kann man so nicht sagen, Dicke. Aber ich mag halt die Aussage nicht von ihm. Die Aussage war ekelhaft. Wie sich der Kelvin schon darüber lustig macht. Boah, soll ich echt bei euch bin. Ja klar, warum denn nicht? Außerdem würde ich später noch ganz gerne duschen gehen wollen. Oh ja, Körperpflege wichtig. Können wir ja machen. Ach, können wir ja machen? Ja. Gerne. Da wird hier duscht, aber erstmal so mal einen Schlafplatz. Ja. Wer schläft da? Dein Ernst. Wer schläft da? Wer schläft da? Ja, Max. Aber wer schläft in der Mitte? Niemand. Der Micha, der kann auch jetzt einfach nicht mehr reden, ne? Mach dir was viel Besseres klar, komm mal mit. Geh doch in dein anderes Zimmer einfach. Alter, was ist denn dein scheiß Problem jetzt? Der provoziert jetzt auch. Hey. Du kannst mit mir morgen reden, da rede ich auch mit dir, sonst wäre ich schon auf dich zurückgekommen. Ich rede wenigstens mit dir Klarheit, Ehrlichkeit. Du redest hinter meinem Rücken. Ehrlichkeit, Recht und Freiheit, hau ab jetzt. Mit der Selina hat er sich mit der Falschen angelegt. Du bist eine Lachfigur für jeden. Ja, ja, ja. Die Typen da sind aber auch ein bisschen peinlich, ne? Wie die das kommentieren mit ihren Lauten. Du sagst zu Anna Wanderhure, was denkst du, wer du bist? Du erbärmliches Stück Scheiße! Es ist ein bisschen gemein jetzt, ne, dass sie so auf den... Ich finde, die Selina, die könnte das auch alleine mit dem regeln. Anna, du nennst Anna eine... Du nennst mich Assi-Fratze? Also sorry, Micha, aber du bist schon auch eine Assi-Fratze. Ich denke mir auch manchmal, der Typ, der hat sie nicht mehr alle. Also weißt du, was mit dem... Geht's doch, Alter, so, weißt du? Ja, der hat wirklich ganz viel... Das ist ein Cry for Help. Du fängst doch mit den Ottos so ab, Alter. Ja, das kann ich ja nicht riechen. Doch, das kann man riechen. Wenn man mir die heile Welt vorgaukelt. Och. Ich bin aber auch so, ich kann, wenn ich dann meine, es ist ungerecht, dann muss ich was sagen. Mit armen Mäuschen, so weißt du. Da ist es, deswegen habe ich mich auch ein bisschen danach um die gekümmert. Das Lied, das kann ich nicht hören, das triggert mich so krass, dass ich das mal eine Zeit lang so gehört habe, als es mir schlecht ging. Und jetzt ist sofort so diese Emotionen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so einen Song habt, aber boah. Oh, jetzt krieg ich auch schon Pipi. Boah, ui, geht nicht. Pack doch einfach jetzt. Wie, pack doch einfach? Ja, jetzt. Pack doch einfach. Wohin? Wie meinst du? Ach so, meinst du das? Ja, ich bin immer höflich. Dem Kelvin, dem muss man auch mal sagen, was er zu tun hat. Da ist was in der Luft. Ich habe mich auch so ein klein bisschen verarscht gefühlt und das war unangenehm, neben ihnen dann zu stehen. Ja, bei der Franzi kommt es weiterhin nicht gut an. Das war ein Haar eigentlich.
Schluss ja, wir können vier, zu viert duschen gehen. Sollen wir? Ja. Ehrlich, willst du? Sollen wir? Warte von mir aus ist kein Problem. Klar, Viererdusche. Gut, wenn Platz ist. Ich muss sagen, das Duschen war sehr schön. Selina oben ohne. Ja, die war ein bisschen jetzt für Kelvin bestimmt und so, aber trotzdem, ne, hat man auch im Arm gehabt und so. Das finde ich echt ein bisschen unangenehm. Einfach nur unangenehm. Bin ich ein bisschen verklemmt. Ja, es war so heiß, dass die Kameras sogar beschlagen sind. Ne? Wie die so duschen und so direkt nebeneinander so halbnackt rumknutschen, sich die Körper alle so gegenseitig berühren, das muss man wollen. Ich glaube, die ganze Villa ist mittlerweile ziemlich horny. Ja, ich merk's. Heiße Action unter Bettdecken. Gut, war's gut? Kevin und ich hatten in der Nacht Spaß. Ja, wir hatten Sex gestern. Wird ja auch Zeit, ich pimmel hier seit einer Woche rum. Wow, herzlichen Glückwunsch! Ich habe mich einfach nicht so fein ausgedrückt gegenüber Anna. Micha hatte Zeit nachzudenken. Das kann man gar nicht mit Worten ausdrücken, wie sehr es mir leid tut tatsächlich. Ja, er sowieso nicht. Er kann das sowieso nicht, ja. Ich hab's immer als selbst verbockt und... So cry if you need to. Oh, Manu. Ja, das ist jetzt, er wird jetzt heulen, ne? Ist klar. Kacke. Tut mir unfassbar leid, alles. Und, ja. Der ist, der braucht ein bisschen Hilfe. Also, das ist nicht böse gemeint, viele brauchen Hilfe, ich brauche Hilfe. Aber wisst ihr, was ich meine? Also, da sind ein paar Issues. Das war nicht auf diese Art und Weise gemeint. Ich weiß nicht mal, wie dieses Wort im Duden geschrieben ist. Das glaube ich ihm ja. Wanderhure, das habe ich jetzt nicht als solches gemeint. Genau im Gegenteil. Das war einfach nur darauf bezogen, dass jemand hier mal da ist. Eigentlich hat er genau das Gegenteil auch gemeint. Okay. Er hat sich entschuldigt. Ich muss aber ganz klar sagen, Micha ist einfach nicht der Mann mit den größten Worten. Du weißt gar nicht, wie es in mir inne aussieht. Ich glaube, er weiß es selber auch nicht. Anscheinend ist sein Wortschatz auch einfach nicht so groß, dass er da irgendwie die passenden Worte für finden kann. Ja, und er weiß auch nicht, was er fühlt. So richtig weiß er das nicht. Also ich sag dir ganz ehrlich, ich bete wirklich zu Gott, dass wir beide kein Perfect Match sind, weil ich würde das so erniedrigend finden. Oh je, Mini, jetzt ist aber mal Zeit für ein Spiel ums nächste Date. Jungs, wenn ihr es schafft, aus einem Haufen Wörter einen coolen Anmachspruch zusammenzubasteln, dann gehen die Damen vielleicht mit euch aufs Date. Also Micha wird es nicht schaffen. So ein Profi bin ich tatsächlich schon. Sind deine Eltern Architekten oder warum bist du so gut gebaut? Praline, brauchst du eine Füllung? Mhm, die klingen alle super, ja. Isabel und Carina, ihr geht heute definitiv auf ein Date. Ihr beide seid also die Sprücheklöpfer-Jury. Und was für Sprüche gibt's? Man glaubt ja gar nicht, aber ich habe hier Abitur. Also ich bin nicht doof. Ich kann sehr, sehr gut Deutsch. Ich kann sehr, sehr gut germanistisch mich ausdrücken. Definitiv. Ja, germanistisch gesehen, von Germanistigkeit her, kann ich gut aus mich ausdrücken. Definitiv. Muschel, ich möchte deine... Boah, Leute. Hey, war doch super. Das Mo mit Füße 100 Pro. Direkt erkannt. Ja, wow, was ist das denn? Sorry, Bett. Boah, ich finde die irgendwie alle nicht gut. Nackig baden? Ist doch okay. Der ist süß, der Spruch. Hast du gut gemacht. Mhm, Pharrell und Isabel gehen auf ein Date. Das reimt sich zumindest schon mal. Alpha und Carina? Ach, krass. Man kriegt ja auch mal ein bisschen Sendezeit nochmal. Wie sollte denn charaktermäßig so deine Frau perfekt matchmäßig sein? Treu, loyal, harmoniebedürftig. Ja, du bist dafür ganz falsch. Warum? Ich bin halt niemand, der sich den Mund verbieten lässt. Und wenn das dann halt zum Streit kommt, dann kommt es zum Streit. Deswegen sag ich ja. Streiten ist auch per se nichts Schlechtes. Du bist für mich einfach zu ruhig. Das ist einfach so. Ich brauche jemanden, der mir übelst kontrolliert. Und das sehe ich bei dir halt nicht, ne? Mein Typ. Die hasst alles an ihm. Genauso wie Franziska, die gesagt hat, nee, eigentlich finde ich alles scheiße. Irgendwie harmoniert's nicht, das merkt man. Egal, was ich erzähle, es passt ihr nicht. Was sie erzählt, passt mir nicht. Super, wie bei den anderen? Also, Isa, wollen wir den Amadou und Bumerang? Ich glaube schon, dass wir irgendwann demnächst auf jeden Fall hochgehen werden. Glauben wir? Echt? Na dann. Unter der Decke so geht ja schon immer mal was. Ja, was denn? Standardsachen halt, weißt schon. Ein bisschen befummeln, würde ich sagen. Ein bisschen fummeln oder so. Maniküre, Pediküre. Aber glaubst du, ihr seid ein Perfect Match? Bei Amadou glaube ich es irgendwie nicht, weil zwei in meinen Augen wichtige Aspekte nicht passen. Er hat halt gesagt, dass für ihn auch diese weite Entfernung überhaupt nicht in Frage kommt eigentlich. Na, dann kann man doch zusammenziehen. Er hat keine Internet-Flatrate, sondern wenn, dann nur Internet, wenn er im WLAN ist. Und Sparfuchs machen.
Und er mag keine Sprachnotizen und so. Klar, mein Partner, Sprachnotizen, das muss funktionieren, sonst ist es kein Perfect Match. Da würde ich mir an deiner Stelle sehr gute Gedanken machen. Warum keine Sprachnotizen? Ja, er meint, er kann das dann nicht direkt. Eine Freundin draußen oder sowas, keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht, ob Leute, die nicht gerne Sprachnotizen schicken, direkt fremd gehen. Weiß nicht, ob das so. Werden da bei mir natürlich auch Gedanken so angestoßen, die ich vorher so gar nicht hatte. Ich auch nicht, ganz ehrlich, da bin ich noch nie drauf gekommen. Und weiß nicht, ob das die naive Mirella ist oder ob es einfach auch ein bisschen crazy ist, was anderes zu denken. Dann kam dieses Thema einfach nur auf, dass ich erzählt habe, dass du nicht so der Sprachnotiz-Fan bist und dass du halt quasi keine Internet-Flatrate hast, wenn du außerhalb bist, ne? Ja, der lebt halt im echten Leben, im Real Life. Er sagt, dass du hier quasi eine Freundin hättest außerhalb. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das, also ganz ehrlich, ich bin sehr gut da drin, Sachen in etwas rein zu interpretieren, wo nix ist. Aber der Pharrell, der scheint mir noch mal 12 Schritte voraus zu sein. Ich würde am liebsten laut und herzlich drüber lachen, weil was anderes fällt mir dazu gar nicht ein. Ich nutze halt keine Internet-Flat und komme trotzdem gut klar. Der Amadou, der ist halt auch so ein 50-Jähriger deep down, ne? Es gibt an jeder Ecke irgendwelche WLAN-Hotspots, in die ich mich einloggen kann. Und ich sage mal, ich genieße das. Warum? Weil wenn ich rausgehe, dann brauche ich kein Social Media. So. Irgendwie finde ich es geil. Und ich habe das schon oft überlegt, ob ich das auch möchte. Die Anke Engelke, die hat ja gar kein Smartphone. Und manchmal möchte ich das irgendwie auch. Da möchte ich einfach auch jemanden anrufen, anstatt eine Sprachnachricht zu schicken. Verstehe ich. Und ich habe keinen Secret Boyfriend. Das kann ich euch sagen. Am Abend gibt es dann noch die Matchbox-Entscheidung. In die Matchbox dürfen Pharrell und Isabel. Nein. Oh, mein Akku ist gerade leer und so ist auch die Folge leider zu Ende. Deswegen sehen wir uns nächste Woche Sonntag. Ich bin ganz gespannt, ob das ein Perfect Match ist. Ob wir endlich das erste Perfect Match finden. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Folgen so fandet. Ob ihr denkt, dass das ein Perfect Match sein wird. Und bis Sonntag. Tschüss.